Zombie bei den Zombies. Okay, du sagst. Oh, ja, cool. Ja, gut, ich bin drin. Wo bist du? Achso, du bist drin. Charlie, wir sind Charlie. Join. Drin. Aufnahme läuft übrigens wieder. Nein, wir müssen gucken, dass wir da. Nein. Dass wir da die nächste Fliegerwelle erwischen. Guck mal, was wir hat. Hat's bei dir geladen? Nein, du weißt doch, ich bin alt. Ja, da kommt's rein. Yay, ich hab's geschmiert. Moinsen! Moin. Servus. Okay, also. Bazooka ist noch frei. Ich weiß, ja, ich nehmen, als ob ich jetzt, ja, als ob ich jetzt nicht in die Scheiße, aber da bin ich. So, Joint Section. Dritte, Charlie. Natürlich kriege ich es nicht. Guck mal, ob du jetzt nehmen kannst. Weil... Nein, kann ich nicht. Ja, okay, dann müsste irgendeiner raus. Wahrscheinlich. Der kommt. Ja? Nein, wenn dann der Sepper. Wir nehmen den ganz rechten Flieger. Ganz rechten? Ja. Ja, komm, dann mach ich den Medic. Oh je, ich glaube, ich bin einer der letzten Seiten. Ich bin wieder der zweite. Weihnachten sind wir in Berlin. Boah, Mädels, jetzt sieht jeder einen frischen Schlüpper an. Jetzt sieht jeder einen frischen Schlüpper an und dann geht es los. Bisschen windig hier oben, findest du nicht? Ich find's ein bisschen windig. Da ist Flakbeschuss. Alter, hast du mal rausgeguckt? Da ist übelster Flakbeschuss. Nein, ich sehe ihn nicht. Ich sehe es noch nicht. Also ich hab eben... Ja, ja. Willkommen in der Hölle. Ach, die Scheiße. Aha, die Flakscheinwerfer, wie süß. So, dann drehen wir uns mal ein bisschen, ob wir hier noch gucken können. Aha. Ach stimmt, du kannst dich ja mit dem ganzen Fallschirm drehen. Ja. Ich hoffe, es wird das jetzt verletzt. Oh mein Gott, da sind wir durchgeflogen. Alter, jetzt sehe ich den Flak. Ich auch. Das ist alles hinter mir, das ist so unfair. Ja, dann drehen wir. Was heißt hier unten? Ja, ja, du kannst dich drehen. Ich wusste, dass man sich drehen könnte. Der hat mir gerade gesagt, hör auf. Da, die Flak ist da direkt vor mir. Ich hab mich gerade... Ja, aber, ich werde auch beschossen. Ich wurde von MG zerrissen. Ja, du hörst noch so einen kurzen Moment MG 42. Ja. Die Deutschen, die wissen wir. Flieger? Genau. Oh, ne. Wer gestorben ist, nimmt die nächste Fliegerwelle mit. Oh, ich glaube, ich bin Zweiter jetzt. Hey, kenn ich euch schon von irgendwoher? Hey, Mann. Also hier aus der Sicht kann man echt gut rausgucken. Das macht mir ein bisschen Sorgen, die ganze Flak. Ach was. Das passt schon. Kannst du mal von deinem Kopf so dir gerade zu verrenken? Nein. Oh, Freunde, es geht los. Ich hab meine Hände reingesehen. Und ja, so, es geht los. Los, ja, dann sah doch ein Pack aus. Das ist noch alles zusammen. Bin mal gespannt, ob wir es diesmal schaffen. Wenn die sind noch alle in der Reihe zusammen, dann warten wir auf, dann geht's 42. Ja, sie schießen schon. Man kann sich etwas bewegen, das ist cool. Oh Mann, da ist gerade eine Flakstation in die Luft geflogen. Ich bin instant ab. Ich glaube, man kann sich mit WASD bewegen. Ja. Ja, aber das ist so wenig. Ja, ich werde auch schon direkt geschossen. Ach, komm schon, ich bin schon wieder tot. Haben wir jetzt mittlerweile irgendeinen Spawnpunkt frei? Das, ja, ich bin auch. Nein, natürlich nicht. Ja, nächste Fliegerwelle. Nächste Fliegerwelle. Ich einen anderen Flieger. Ja, ja. Also das nächste Mal nehmen wir den ganz linken Flieger. Den hinteren oder den vorderen? Squad 5. Der Trick ist, so viele Leute abzuwerfen, dass sie keine Munition mehr haben. Sollen wir den ganz hinten nehmen oder ganz links? Ganz links. Ganz linken Flieger. Okay, hey, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin diesmal der erste, Freunde. Ich werde auch zuerst sterben. Aber ja, ich sehe die Tür gut. Ich sehe die anderen Flieger. Vielleicht fliegen wir in die Flak. Wie oft sollen wir eigentlich noch abspringen? fünfmal.
Ja, so lange, bis die einen Spawnpunkt aufgestellt haben, würde ich sagen. Solange bis dem Feind die Munition ausgeht. Genau. Logistisch wir haben mehr Männer als die Munition. So. Ich sag dir, logistisch wird der Deutsche bekämpft. Okay, Leute, wir sehen uns unten. Ja, ich hab's kurz mal raus. Und dann geht's raus hier. So, warte, erstmal drehen in Richtung Panorama. Ich weiß nicht, wo der Gegner sein wird. Okay, andere Richtung. Okay, der ist safe, dieser Absprungpunkt. Ja, ich hab mich, glaube ich, in die falsche Richtung gedreht. Keine Ahnung. Stehen die falsche Männer links. Oh mein Gott, siehst du hinten, wie viele Fallschirme da runterkommen? Ja, ist doch geil. Ja, Alter. Voll cool. Und wieso wird jetzt keiner abgeschossen? Ne, wir sind ja auch übelst weit weg. Aber vielleicht können wir die Halbkette mitnehmen. Warum? Nee, ich bin beim Baum. Da vorne ist eine Halbkette, ich glaube, die können wir mitnehmen. Mal gucken. Ja, zur Not ist da noch eine Fliegerwelle. Okay, Chef, wo geht's hin? Ich glaube, davon haben wir motorisierte Fahrzeuge. Klauen wir mal, ne? Ja. Bin ich wieder free to go? Ja, ja. Ich will mir das angucken, was das ist. Vielleicht ist das ein Brand oder sowas. Ah, hier ist unsere Basis. Ach, geil. Hier stehen überall Jeeps rum und so. Logistik, Transport. Zufall mit dem Gear raus. Trucks. Da kommen die nächsten Flieger. Oh mein Gott. Nee, wir nehmen Truck. Truck. Das sieht so geil aus. Ist die Karte so klein? Ja, ranzoomen. Ach, hier komme ich nicht durch. Wieder diese Hecken, durch die man nicht durchgehen kann. Mhm. Das sind Preise. Okay, ja, ich weiß, was die jetzt mit Performance-Problemen auf dieser Map meinten. Boah, hier geht's nicht weiter. Jetzt einfach gesprengt, jetzt geht's aufs Thema. Sehr schön. Danke, wir haben noch nichts gemacht. Das können wir vergessen, wir steigen aus und laufen. Da sind wir wesentlich schneller. Wo ist denn der Funker eigentlich? Oh mein Gott, der ist am Arsch der Welt. Ich hab fast in den Busch verdeckt. Okay, der Punkt kann angegriffen werden. Ach, sind wir vorher etwa umsonst abgesprungen? Scheint so. Ja, vorher hätte man sich positionieren können. Oh, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja, toll. Dann stürzt noch die Flieger ab. Komm mal zu mir bitte, dann kann ich ein Rally setzen. Alter, ich hab irgendwie jetzt hier beim neuen Chapter hart die FPS Probleme. Ja, durch die vielen Büsche, ja. Wette ich mit dir. Das hier ist die Map, die haben ja im Loading Page schon geschrieben, dass bei dieser Map hier Probleme da vorhanden sind. Ja, also bei mir ist Performance-technisch gerade. Ja, ich habe auch bei mir immer wieder und dann weg. Wieder 70 und gleich wieder 20 irgendwie. Alter, ich spiele gerade mit 14. Also ja, ich merke gar nichts. Oh. Okay, jetzt wieder 21, schon ein Wunder. Kollege, ist gut. Ihr mit euren Kartoffel-PCs. Der war mal gut, Dummholz. Ja. 1900 irgendwas.
die sagen, das liegt an der Map. Weil ich hab sonst normal. Also, ich hab OBS nebenbei laufen und ich merke gar nichts. Aber es kann auch an der neuen Pornomaschine liegen. Ja, ja, da will er wieder flexen. Ja. Ausnahmsweise ja. Hab ja auch, genug Geld bezahlt. Und haust noch Zahlen raus? 2300. Oh ja. 2300 Ocken. Das sind fast 5. Das sind fast 5000 Mark. Um Gottes Willen. Ist das ein aktiver? Das ist ein aktiver deutscher Panzer. Feindlicher Panzer ist markiert, genau in dieser Position. Was bringt mir dieses Haus, wenn es nach oben gibt, wenn es da keine Fenster gibt? Lock den bloß nicht weg, der muss da stehen bleiben. Versteckt euch in den Häusern. Hat jemand Sprengladung oder so? Oh shit. Irgendwo ein Haus mit Fenstern oben? Wir greifen die Kirche an. Irgendwie die Erde keine Fenster. Ich glaube, im Häuserkampf ist Sniper nicht das allerbeste. Ja, deswegen suche ich mir irgendwo was raus. Ja gut, Gott. Wir haben den Film Stalingrad gesehen. Und wo zum Teufel ist unser Sepp? Aber in Stalingrad... Boah! Ja, ich habe irgendwann wenig Häuser, ich weiß. Ja, wollte ich gerade sagen. Wo ist das im MG? Oben, oder was? Wir müssen alle in die Caps down. Was soll der Mist? Ich kann das selber. Hey. Ivan. Hier ist zugemauert. Was denn? 2 Meter vor mir. Warte, fuck, gehört das zu mir? Hey, das ist ein Stück. Ja, dann ist das halt so. Oder ist das ein Frack? Ich kann nicht sagen, ob der Tiger jetzt ein Frack ist oder. Dazugehört. Ja, geh mal. Nee, ist ein Frack. Schlag dagegen und guck, ob es sich bewegt. Nee, da war keine drin, aber ich hab keine Ketten mehr. Wir cappen. Haltet durch, Leute, wir cappen. Oh, ne. Statische, Stuck. Alter, das ist doch nimmer normal. Okay, wir cappen nicht mehr, wir brauchen mehr Leute. Stempel. Ja, bei mir auch. Also, das hier ist für mich gerade performance-technisch unspielbar. Ja, wir müssen warten bis zum nächsten. Sobald es an die Action rankommt, habe ich ein Stadtbild. Das ist doch voll geil, kann ich da irgendwie laufen. Hier Logistik, Abteilung, Aufschluss. Ja, das Einzige, was ich hier machen kann, ist in ungefähr Richtung Granaten werfen. Die Kirche ist hart verbarrikadiert. Wir brauchen da Handgranaten. Boah! Alter, ey, das ist so unspielbar im Moment. Wir cappen, wir cappen. Wir cappen, alle rein. Ich bin Panzer, bei meiner Position. Panzer, deine Position kann ich nicht gucken. Bin beschäftigt. Trouble, 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 heavy trouble. Wieder einmal ein Stück zurück, Captain Mike. Alle rein, ich bin die Treppe runtergegangen. Ich bin auch tot. Oh, wie bin ich denn gestorben? Das war irgendwas Heftiges. Aua, da wurde das ganze. Da wurden alle Leute von der Kirche wurden weggerissen. Ich nehme einfach nochmal das Flugzeug. Jetzt sind sie vielleicht. Oh, Gott sei Dank. Jetzt schaffe ich es vielleicht. Ich bin ready spawn. Ja, gut, Flugzeug macht einen großartigen Unterschied zum Rally. Ich spawn jetzt am Rally. Wir müssen das neue setzen. Irgendwo in der Stadt. Ich war gerade einer bei mir sehr in der Nähe.
Oh, der Funker ist da abgesprungen. Okay. Alter, ey, das ist. Naja, so ich glaube. Wir treffen uns am Move-Marker, da setzen wir in Rallye und greifen wieder an. Vorwärts, Marius, vorwärts. Ja, das ist. Ich glaube, das hier hat gleich keinen Sinn mehr, weil. Auf die Art bin ich nur Handicap. Ja, und dann ist es halt so. Wenn also keine eine Runde würde ich überleben. Marius, wenn wir keine Manpower haben, müssen wir halt auch Rollstuhlfahrer als Fallschirmjäger einsetzen. Ja, hast du auch recht. Das ist dann halt so. Aber Not kennt kein Gebot. In meinem Alter noch. Ja, bist wie bei Heu 4. 16- bis 70-Jährige einziehen. Junge, ich hab schon... Wir müssen uns ja mal einen Ort suchen für das Rallye, Leute. Wartet mal eine Sekunde. Da drüben. Ja. Hier Obergeschoss zum Beispiel? Ja, können wir machen. Also, dann ist immer noch der Panzer in der Nähe. Ja, ja. Ja, südwestlich meiner Position ist ein Panzer. Ja, dann sind wir wohl gar nicht so weit weg von mir. Haben wir irgendwas gegen den Panzer? Ich meine, wir können ja dran vorbeilaufen, aber. Ja, pass auf, der ist nach vorne direkt auf der Straße. Ja, ja. Lass den da mal stehen. Ja, wo ist denn unser scheiß Zepper? Wir machen das so. Alter. Komm, ich aus dem Graben, da ist nichts drin, ist draußen, dann bin ich wieder 30. Der Panzer ist fast zerstört. Halten wir uns nicht auf damit, weiter Leute, weiter. Okay, die nächste Runde will ich wieder Marksman spielen, dann will ich mal wieder richtig Marksman spielen können. Hey, hier ist er aktuell Schmutz. Ja, die müssen wir deutlich überarbeiten. Weniger Grünzeug, scheiß auf Kreta. wenn es überhaupt das Grünzeug ist oder irgendwas, was die hier. Ich schätze mal, es ist das Grünzeug. Ich bin da derselben Meinung wie Marius. Da haben wir auch ganz viel Gras und so alles. Das war nur kleines Gras, ja, aber hier sind halt richtige Büsche, das ist alles sehr dicht. Das merkst du aber auch bei COH. Wenn du da im Wald kämpfst, hast du sofort Performance-Probleme. So, ich bin jetzt. Ah, was bin ich denn jetzt? Wir cappen Leute, alle in der Cap Zone. So funktionieren der Zepper, Blutpresse in Dienst. Boah, hier in der Kirche ruckelt's echt. Nur mal wieder so. Ich glaub immer, dass ich nicht was mit der Performance zu tun hat, die der PC leisten kann, sondern irgendwas, wie die Map gescriptet ist. Meinst du? Ich meine, die Map an sich ist geil aufgebaut, aber es ruckelt übelst, wenn du echt mitten im Kampf bist. Ja, ja. Das ist hier ein Panzerzug, den sie unter der Karte langfahren lassen, ne? Los, ich bin gerade eben einfach nur, als ich eine Treppe runtergegangen bin, fast durch die Map gefallen. Muss die Map wieder hochklettern. Ja gut, warte mal auf den Day One Patch. Ja, das hier ist für mich im Moment echt. Der Punkt ist schon neutral. Kommt Leute, wir haben es fast geschafft. Alle da rein. Für den Gegner ist es genauso, Marius. Das ist der Liga in der Map. Haben wir ja schon. Auf dem dunklen Weg. Oh, der Panther ist am Brennen. Ja, der Panzer brennt nicht mehr. Wir cappen, Leute, wir cappen! Panzer steht vor mir, ne? Oh, wie bin ich denn jetzt gestorben? Scheiße, irgendwo steht ein Panzer. Ja, ne, also direkt geradeaus. Ja, schön.
Marius, willst du mich holen? Oder nein, schaffst ich bin hinterm Panther her. Ja, dann hol mich, ich bin hinter dir. Ich bin hinterm Panther her. Egal, da kommt ein anderer Kamerad, der holt mich. Danke, Soldat. Marius, Panther ist... Oh, wow, ich bin nicht gestorben. Ich wollte gerade Granaten da reinwerfen. Die Kirche ist so hart befestigt. Ich habe einen General? Nein. Eine Bombe, die wird gut tun. Marius, was hast du für eine Ausrüstung? Moment. Gefallen, der Punkt ist gefallen. Wir haben gecapped. Sehr gut, Leute. Panther zerstört. Panther zerstört. Hab einen deutschen Soldaten erwischt. Oh, und jetzt wurde ich erwischt. Alter, weil du der Bull, was und wo, ich schieße einfach nur ein bisschen rum. Dann klären wir erst die Kirche. Wir müssen Haus für Haus und Straße für Straße säubern. Ich will keine Feinde im Rücken. Scheiße, das sind Feinde. Das sind Verbündete. Weiß nicht, ob ich schieße, ich schieße einfach. Die Häuser bei meiner Umgebung immer rum, da waren ein paar. Oh, Juppi, liegst du immer noch auf dem Boden? Nein, ich bin schon neu gespawnt. Wir müssen jetzt den Straßenzug hier aufräumen. In der Kirche sind immer noch Feinde verbarrikadiert. Jedenfalls habe ich das wohl mitbekommen. Haben die nichts Besseres zu tun oder was? Nein, das sind sehr gläubige Deutsche. Alles gut. Ja, das Maschinengewehr. Oh. Vorsicht, das sind MPs und Maschinengewehre in der Kirche. Smoke am besten den Eingang zu. Smoke einfach den Eingang zu. Alle an die Fenster und Granaten rein. Erst zusmoken, dann Granaten da rein. Das klingt nach einem Plan. Jetzt bin ich gestorben. Ich weiß nicht wie, aber... Das Rally ist weg, ne? Scheiße. Ich muss mal ganz kurz AFK. Ich hab vergessen, das Rally setzen zu lassen. Dann, ich hab das Rally vergessen. Wie wird, wenn mein Sound zwischendrin abschmiert? Ist aber nicht schlimm, wir organisieren das Neue. Lebt der Funker noch? Mich hat's gerade zerrissen von einer eigenen Granate. Ich sag jetzt mal nicht, dass... Du kannst bei uns... Aber er hebt mich wieder auf. Okay, okay, dann komme ich zu dir in die Stadt. Ach, ich hab abgewürgt. Oh, nee. Kupplung. Ja, diese Ami-Kutsche hier, die... So. Wo muss ich eigentlich lang? Da. Miep, miep, alles einsteigen. Und bin drum, weiterfahren. Rom Taxi. Taxi Unternehmen US Marine Corps. Ich weiß nicht, wo wir hier. Können wir hier links?
Raus! Raus! Schlechtes Taxiunternehmen. Ich bewerte mich schlechter bei Yelp, ey. Ist mir scheißegal. Er wird standesrechtlich erschossen. Wo ist der Spacken? Alles gut. Wenn das klappt, dann ist das so. Ich find's immer fair für die. Irgendwo Südosten. Ich weiß nämlich, wie es ist, wenn man so. Scheiß auf die, wir blitzen jetzt weiter. War doch wenigstens ein Motor aus. Nein, das ist, wir haben genug Sprit. Wir sind nicht die Deutschen. Ja, aber die Umweltbelastung. Es ist mir egal. Der hat ja mit seinen Energiesparlampen drin. Komm, scheiß auf den Truck. Nur halt nicht Assi spawn killen. Ja, jetzt gibt's dir das gar nicht mehr. Hey, yo. Mich hat's ich hab lieber mehr einen Schuss Wir müssen erst gucken, wo der Typ ist. Irgendwo hockt er hier. Einen habe ich. Was denn? Einen, ja. Ich denke, es war nur einer. Da ist noch einer hinten. Bin ver... Ah, ich... Verblute schon. Ja, komm, ne? Kurva! Da hat's einen Funker zerrissen. Der sitzt recht vom Gebäude an einem Baum. Kannst du mich holen? Jetzt gerade nicht. Warte. Oder? Wo liegst du? Hier. Knallen ab! Mach das. Ich lieg da am LKW. Danke. So, Vorsicht jetzt. Der hat eine Panzerfaust. Komm, Marius. Ja, wo ist der denn? Irgendwo hockt er hier. Da oben! Oh, da ganz oben! Ja. Das Haus, wo ich jetzt dran bin. Juppi. Nein, nein. Weiter. Noch weiter. Hirsch oder was? Ja, ja, da vorne. Der ist nach links wahrscheinlich weggerannt. Ich geh links rum, du rechts. Ich geh ins Haus. Wir gehen um die Kirche rum. Verstehe ich halt gerade richtig. Ja, ja. Oder in der Kirche. Der kann auch in der Kirche sein. Gut, ich gehe zum Front Anker. Ja, scheiße. Hier draußen wurde schon beschossen. Ich komme. Die Kirche wird frei sein. Ich muss mich gerade verbinden. Oh, letzte Pflaster. Ich bin tot. Haben. Ich hol dich. Ne, ich kann nicht. Achso. Ihr seht von der praktischen Art, jetzt habe ich schon wieder Ausrüstung. Ja, wir müssen vor, wir müssen angreifen. Ach ne. Ja, ja. Der so, Feind, der. Der Deutsche da, der ist nicht ohne, ne? Nee. Die Logis, die fahren sich auch nicht zusammen. Komm, wir haben hier einen LKW. Wir können direkt vorfahren. Ja, fahr schon mal. Taxi-Service. Ich muss immer zurücksetzen. Ich sehe aber nach hinten gar nichts. Kann nur vermuten, warte mal. Das war ein Schlag. Das war eine knappe Kiste. Aber habe ich gemeistert, ja. Die Laterne war schon so krumm. Wenn du spawnst, ich hol dich. Ja, ne, das ist kein sparender Truck. Ne, du musst am Rally spawnen. Oh ja, mein Gott, was ist denn hier? Hier ist Dreck. Da muss ich drüber. Willst du mir erzählen, dass der LKW nicht mehr in den Dreck kommt? Ach so. Ja, bleib stehen! Abfahrt.
Wenn Sie nun noch links, nach links rausschauen, sehen Sie einen kleinen französischen Bauernladen. Ah, bin wieder da. Sonst noch wieder? Nein, wir sind alle weg. Wir parken hier, neben dieser Weide. So, raus. Perfekt eingeparkt, so sieht's aus. Was passiert, als ich mir. Nö, nö, alles gut. Wir brauchen ein neues Rallye. Ich hab grad ein Leck gehabt. Ich brauch mal euren Funker, bleibt mal stehen, bitte. Oh, wir sind am Captain. Also, wir sind am Captain. Ja, vergiss es. Wieso, mein Funker steht doch hier. Ja, was macht denn da? Hier steht mein Funker. Ja, ja, alles gut. Gestanden? Hast du schon erledigt, danke. Naja, Marius, wie hast du jetzt eigentlich das Problem gelöst mit dem Mikrofon? Keine Ahnung. Es geht einfach. Ach okay. So, stimmt, ist nicht mehr in Frage. Oh. Wir haben Granaten nach uns. Ups, wir haben einen Teamkill gemacht. Okay. Naja. Amerikaner gibt's genug. Die Captain zurück! Mach die Captain zurück, von wo? Die Schweine! Nee, so weit, umso weiter hoch ich hier komme, desto weniger Performance-Probleme habe ich. Cool. Ich schmeiß mal ein paar dicke Granaten raus. Hat der Mund nicht stehen? Ey, der ist scheiße. Hier siehst du gar nichts. Hi, Juppie. Hi, wir müssen schießen, Mann, schießen! Granate geht raus, geht aufs Schießen! Ich bin tot, ausgerottet worden. Verdammte Schweine! Au! Au! Hat's mich leicht erwischt. Wir müssen das Rallye weiter vorne setzen. Ah, Dreck. Halt mal jetzt da vorne, halt, ich warte jetzt auf. Ja, ich muss jetzt neu spawnen. Hab schön 762 in den Kopf gekriegt. Ich sitz so lange gemütlich rum, bis. Ja, ja, mach du das mal. Der Körper braucht Eisen. Ich empfehle, trinken Sie Bleiche. Trinken Sie Bleiche. Nee, wenn dann Terpentin. Nee, weißt du, ich stehe auf Schmerzen, deswegen renne ich freiwillig in die MGs. Trinken Sie Bleiche und werden Sie zur Leiche. Einfach ein netter Spruch, aber gibt bessere. Wenn wir den Krieg abkürzen können, hätten wir gleich über Deutschland abgeworfen. Ja klar, ja klar. Also wer Kartoffelkäfer abwirft, der kann auch Bleiche abwerfen, ja. Warum bomben wir denn gleich gesamt Deutschland mit Senfgas zu? Wir hätten noch, wir hätten auch Müll abwerfen können. So, alles was du nicht mehr brauchst, leergefressen Ravioli-Dosen. Da kann sich dran verletzen, kann sich schneiden oder Papier oder sowas. Ja, ja, Glassplitter. Ja, so sieht's hier nämlich aus. Ja, und wie du gesagt hast, ein sehr scharfkantiges Stück Papier. Oh ja, die sollte man nicht unterschätzen. Ja, damals war doch jeder Tetanus geimpft. Mhm. Eben, so sieht's aus. Du kannst nicht von auf lange Sicht gewinnen. Du darfst nur kein Löschpapier abwerfen, sonst können die Brandbomben auswedeln. Das ist gefährlich. Ich liebe diesen Sport. Ich hab gerade einen MG-Schützen gefunden, wollte auch drauf schießen, auf einmal schießt das Panzer weg. Tja, so sieht's aus an der Western Front. Er lebt sich's gefährlich. Oh Mann, das sind ja Deutsche in dem Bunker, sagt das doch einer. Cool, ja, Moment, Deutsche im Bunker. Deutsche in dem Bunker, ey, das gibt's. Wo gibt's sowas? Ja, nee. Ja, doch, da vorne. Da.
Was brauchst du? Ja, ich bin 15. Ruhe, Marius, Ruhe. Ich brauche eine Kartenmarkierung, ich sitze an der feindlichen Fob. Ganz länger. Wo ist er? Alles klar, kriegst du. G582. Habe ich rausgehauen. Gegnerische Fob-Markierung im Norden. Oh, das wird kein Kommando. Ja, wir haben keinen Kommando. Scheiße, generell brauchen wir nicht einen Amerikaner. So, vorwärts, Angriff. Ich will, dass wir diesen Bunker da einnehmen. Ich möchte, dass wir diesen Bunker da einnehmen. Ich möchte mal was anderes machen, außer kurz meinen Kopf erheben, ein bisschen wild in der Gegend rumballern und dann wieder ducken. Guck mal in den Osten, die Sanitäterbataillon. Warte, ja, ja, ich sehe es im Osten. Noch ein Schlock. Direkt on point in Artillerie. Wir müssen alle auf den Punkt, Leute, wir müssen cappen. Wir cappen? Naja, wir müssen schneller cappen. Wir sind Amerikaner. Ja, ja. Alter, ich bin die Taktik hat funktioniert. Mal kurz den Kopf anheben und mit der MP Sperrfeuer geben. Wen kann ich hier heilen? Gibt's hier Leichen? Ja, klar. Mehr als genug. Guck dir einen aus. Such dir einen aus. Ja, halt. Sieht sehr schön aus, Leute. So. Camp ist neutral für uns. Wer kann, soll trotzdem bitte noch in den Cap kommen. Für die, die nicht im Cap sind. Wir capen zu langsam. Kann ich von hier nicht beurteilen. Will der Funker hier rein? Keine Ahnung, bist du Schütze? Hey Marius. Nee, du Medic. Okay. Irgendwo! Hinter dir, neben dir. Mein Funker steht hier. Hey. Wer fragt den? Weil ich muss erst Köpfe zuordnen. Ja, was du das? Hi. Mach jetzt, kommt zu mir. Lass ihn da kaufen. Okay, lass ihn fahren. Jetzt hab ich ihn stehen lassen. Nee, das kann herausfordern, mich abzuknallen. Lass ihn da stehen. Also bei der aktuellen Performance ist es, glaube ich, beides eine Herausforderung. Was? Bei der aktuellen Performance auf der Map hier ist beides eine Herausforderung. Wir haben fast durchgekappt. Warum gibt es denn hier keine Außentür? Ja, aktuell geht es bei mir. Ich spiele hier mit 15 bis 19 FPS, da passt. Okay, dann. Bleib mal kurz stehen, bitte. Es hat sogar 21. Ja, danke. 39. Ja, rein da, rein da, rein da. Ja, wir haben eingenommen. Es geht weiter, Freunde. Ready? Habe ich eben refreshed, müssen wir gleich neu setzen. Alle auf Seite. Die Feindfach wurde, glaube ich, noch nicht ausgelöscht, die du markiert hast. Alle weg hier. Nein, wir haben keinen Commander. Zurück ins Haus! Zurück ins Haus! Ja, Granate.
Durch die dunklen Büsche. Ja, ist erledigt. Ey, Marius! Ja? Jetzt ist Böses im Busch. Ja, ich seh grad nix. Oh! Oh! Aua! Das hat Dauer gemacht! Das ja, auch meine Beine und mein Sack sind weggerissen durch die Handgranate. Ich spüre das noch immer. Aua! Ja, das hab ich gesehen, weil du gerade so zu dir kommst und noch. Hallo? Er hat auf mich geschossen. Was soll denn das? Endlich bist du ein Zehörer. Der Feind hat unseren bedroht unseren Eroberungspunkt. Freche Bengel. Ich sehe einfach gar nichts. Ja, auch nicht verkehrt. Vielleicht sehen die dich dann auch nicht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich wurde erschossen. Am Rally. Ich wurde am Rally erschossen. Das ist ja mal interessant. Am Reali. Oh, am Reali, ja. Das habe ich eben nicht gesehen. Danke für den Hinweis, habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt eine Bazooka. Jetzt wird das Battle interessant. Wie sieht's da aus bei euch? Feindliches Bombpunkt ist auf jeden Fall noch da an dieser einen Position. Ja, die Gegner, da ist auch ich komme, wir setzen ein Rally. Ja, vielleicht schaffen sie es ja, den Weg zu pushen. Mal gucken. Wir haben schusssichere Büsche. Das klingt auch irgendwie falsch. Das ist halt sehr interessant. Das ist ein Ticketlaub, oder was? Ja. Nein, das ist ein Ticketblatt. Stahllaub. Ist alles getarnt. War das jetzt gerade ein Problem? Ich habe irgendwann einen Sprengstoff gehört. Sprengstoff ist kein Problem. Nee, ich komme zu euch. Irgendwann gerade ein Sprengstoff gelabert. Das war auch nicht genau so. Lass uns einfach am Move-Marker treffen, ja, da sind wir alle in der Mitte. Ich hab ne Bazooka. Macht Rums! Nee, erst macht das. Nein, die macht direkt Rums. Ich hab da so ein Stück Alu vorne hingelötet, die macht direkt Rums. Ah, okay. Und dann ist das wie so Schrotschrapnelle, die dann vorne rausfliegen, direkt in Gesicht vom Feind. Kannst du bitte einen Rally setzen? Ja, gleich. Ich muss erstmal den Funker herholen. Und ich brauche einen Sicherung. Du hast noch zwei Mann. Nee, ich habe noch einen. Ja, da ist noch ein anderer Medic, der ist nur ein bisschen weiter weg. Er kommt aber gerade auf sich zu. So ungefähr. Bleib mal kurz hier, bitte. Er versucht es. Ja, er kommt, da kommt er. Ja, da kommt er, da kommt er. Enemies nearby. Kann ich platzieren? Enemies nearby. Wir müssen clearen. Nice Granaten. Wir nehmen uns die Häuserzeile da vorne. Scheißdreck. Enemy nearby. Lass die doch mal rangehen zum Clearen und wir haben überhaupt keine Spawn-Möglichkeiten in der Live am Leben. Die FOB auch nicht? Okay. Funker müssen uns verstecken. Könnt ihr beide nochmal zurückgehen, da wo ihr vorher wart und... Ich bleib jetzt hier oben. Funker, kannst du bitte zu mir kommen? Wir müssen unbedingt überleben, wir haben keine Spawn-Möglichkeit mehr. Ich bin hinter dir. Ja, oh, scheiße. Dann brauche ich zwei Mann hier. Oben drin. Ich brauche mindestens zwei. Da kommen auch gerade zwei. Okay, dann bleibe ich jetzt. Sag Bescheid, wenn einer davon stirbt und ich doch drauf. Ja, guck mal, jetzt hat er sogar drei. Enemy ist nearby.
kann immer noch nicht, aber. Ja, da haben wir schon vor einer Minute gesagt, dass die Fob im Arsch ist. Ich glaube aber nur im CS. 42. 42 Sekunden bis zum Rallye. Wir dürfen nicht sterben, kommt weg hier. Wir müssen auf jeden Fall hoffen, dass hier keine Nähe ist, sonst kriegen wir wieder einen Timer. Ich bin der Dritte. Wer ist ein Scharfschütze? Komm mal zu uns, schnell! Wir sind oben. Treppe hoch. Das ist unser Mann. Duck dich. Ich habe aber noch einen. Ich war verletzt. Da wo wir eben waren. Okay. Ja. Auf Papier, Benny. Danke. Ja, nice. Oh, das ist alles so viel. Oh mein Gott, hier sind die Amerikaner. Wo kommt der denn her? Komm zurück. Ach, der ist ein Kollege. Ja, ich hab auch eine Idee, wohin. Nein, er ist doch nicht. Wo ist er? Bei meiner Position. Direkt links neben der Tür, wenn ihr rein meinen Weg reinkommt. Ja, ich hol dich. Steh auf. Du blockierst den Weg. Und dann ist mir auf der anderen Seite des Hauses war ein Kollege. Hi. Deswegen habe ich einen Namen drüber gesehen. Deswegen habe ich aufgehört drauf zu schießen. Wir müssen mal rundherum clearen. Wir positionieren den um, ja. Der steht da zu schlecht. Dunkel. Marius ist gerade ultra schlecht. Wieso? Weil du kurz einmal durch mein Bild gedacht bist und so einmal genau vor mir. Wir greifen jetzt erst in den Kampf ein. Alle in die Cap Zone und clearen. Ja. Hallo, ich bin hier vorbei. Hallo. Ich bin hier lang. Ah, hier. Wir haben hier viel zu viele. Lebt euer Squad-Lead noch? Auch tot. Wir haben mir einfach direkt den Transport-Lead drüber gedrückt. Keine Ahnung, gar nicht mehr raus. Ja, warte, ist das ein Feind? Das hört sich nach einer amerikanischen Waffe an. Ist gerade genau einer. Oh, shit, wo bin ich jetzt reingefallen? Nein, ist ja nichts mehr. Also, die Feinde kommen aus Osten rein. Aus Osten? Ja. Feindkontakt aus Osten, bitte dahin ausrichten. Du siehst da östlich vom Marker die. Ich sehe dich, hier. Ich bin auch tot. Ja, ja. Ja, aus der Richtung ungefähr, da wird was stehen. Ja, ist okay, ich geb's durch. Gott. Der Feind kommt vor allem von Osten her auf den Punkt drauf zu, von dieser gestrichelten Linie.
Wir haben hier so einen Scheiß Fall, also so eine scheiß Falle hier reingesetzt, dass man hier teilweise kaum nach Stellen rauskommt. Ja, das ist ein Trap. Wir müssen erst cappen. Wenn wir gecappt haben, gehen wir zurück die andere gestrichelte Linie entlang und nehmen die in die Flanke. Wenn wir gecappt haben, ist vorbei. Echt? Stimmt. Hier gibt es nur 3 Punkte. Ja, du hast recht, ich sehe es jetzt erst. Ich war schon am Weiterplan, weißt du? Ja, alter Taktiker, ne? Ah, alte Taktiker. Gut, ich könnte auch rausgehen und als Commander wieder reinkommen und Artillerie alles zubomben, aber... Ich schätze mal, wir haben keine Artillerie, sonst hätten wir einen Commander. Um rauszukommen, musst du mehrmals versuchen, hier rauszuklettern. Hä? Ich hab's mit dem Commander, die in der gleichen Falle hängen. Also, wo ich liege, um die Ecke ist der. Greift ihr mal weiter an? Ich würde jetzt mal posten. Wenn ihr nicht vorher kippt, seid ihr schlecht. Heißt, ob ich sparen eine neue Hauptsache Manpower irgendeinen Punkt. Sieht ganz gut aus eigentlich. Wer war Benny? Ja. Wir campen gut, wir campen gut. Die Leute erschrecken mich hier die ganze Zeit. Ah, immer sind die anderen. Der einer muss schuld sein, das ist Tradition. Danke. Der Schreiniger ist ein Mensch. Kommt einer! Ich brauche mehr Leute in Cap, Leute. Mehr Leute, wir haben es fast geschafft. Nein, wir haben den Cap. Neutral, dann wieder uns, dann wieder neutral. Sagt euren Leuten, ihr müsst schnell reinkommen, wir haben es fast geschafft. Oh, wir haben's. Ein Main Squad, hervorragende Arbeit. Oh, fast die 100 geknackt. 84 Devs, 55 Kills. Jawohl, so will ich meine Männer sehen. Das ist Einsatz, ja. Alter, das war mal richtig nice Arbeit hier. Wie kann es eigentlich sein, dass wir mehr Devs als Kills haben, aber der Feind auch? Was ist denn da passiert? Das weiß keiner. Das ist so eins dieser Rätsel im Krieg. Gut, Leute, aber ich beende erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und könnt ihr mal reinschreiben, was ihr von der neuen Map hier haltet, falls ihr das Spiel kennt. Und wenn nicht, schreibt mal rein, wie ihr Postscriptum so findet, ob das öfter kommen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.